Ladies and Gentlemen, die Duo-Runde of Doom. Beide G28 in der Hand und 80 Munition. Ich bin hyped. Mal gucken, was das Ding kann, ey. Mal gucken, was das Ding kann. Let's fucking fets. G28 schön getradet von der Keycard. Du hast Pier oder was? Alter, ich bin im Loch, Mann. Alles gut. Soll ich wieder rausholen? Nee, passt schon. Scope ist interessant. Ja, du hast das Originale draufgelassen. Ja, genau. Ja, das ist wohl interessant. Oh Gott. Ja, okay. Damit siehst du die Zukunft der Gegner. Ja. Eieiei. Vor allem auch mit einer Maus-Sensitivity von minus 0,38, Alter. Ah, ja, gut. Wenn du nach links bewegst, dann bewegt er sich nach rechts. Oh Mann. Ja. Einfach Doshame mal anders, ey. Ja, Doshame. Old Pepper Ridge Farm, remember, so. Doshame. Oh Gott, ah. Animationen sind schon, ja. I like it. Ja, ich bin ein Fan vom G28, I'll take it. Die Waffe an sich ist schon geil, so ist nicht, aber... Also, SA-25-mäßig, ne? SA-25 Elsass-mäßig. Genau. Oh, geradeaus auf der Straße. Meistens F. Good God. Alter, bewegt das komisch. Oben im Tank ist auch noch irgendwo ein Skiff. Ah, ich suche. Oh Gott, die Sensitivity. Ja. I see what you mean. Eieiei. Was haben sie denn damit falsch gemacht? Ja, ich verstehe halt auch nicht. Und das Razer HD, das ist halt zu schnell. So, das ist halt, keine Ahnung. Das eine zu langsam, das andere zu schnell. Ich verstehe es auch nicht. Synchronschießen. Got to reload! Einfach dickstes Synchronschießen. Und nachladen. Nice. Ich glaube, ich habe nur Magazin gecheckt, ja. Aber der Wille war da. Hat Morris war gerade bei mir im Chat und hat gesagt, wir sind übelste Kacknobs, alle haben wir so ein Learn to Play in, Mann. Wer? Der uns gerade auf Interchange geholt hat. Der uns auf Interchange geholt hat? Sorry, wer? Mit der Impact Knife. Ah. Sorry, wer? War nur ein Scherz, er hat sorry gesagt. Achso. Achso. Er hat sorry gesagt und geresubbed. Ja, okay, dann Ehre. Also war also ein Real Money Trade auf Interchange. Ah, okay. Wir können gerne einen Loot Run machen, aber dann gehen wir dedicated zum Loot Run rein. Genau. Ah, klingt schon geil, das Ding. Ja, ja, das Ding, ja. Yep. Und Hipfire fühlt sich sehr, sehr natürlich an. Das ist wieder genau dieses Hipfire, wie die M1 auch, ne? Das ist einfach richtig clean. Da geht's einfach direkt mit rein. Hier bekommst du die Gebühren für den Markt runter. Billiger verkaufen, einen Barter Trade machen. Oder Intelligence Level 3. Und Tileout Management Level. Das macht auch die Gebühren, oder? Erhöht alle Booster, die du bekommst durch die Sachen. Ah, okay. Und also du kannst, wenn du 100 Menschen mit Elite hast, du bekommst ja, glaube ich, bei Intelligence Center 2. Wo geht's eigentlich hin, Alter? Rechts. Ich wollte rechts umgehen. Und dann zu dem Bunker. Ja, wo ist? Im Kreis laufen. Ist auch niemals den gleichen Weg hier. Ah. Von mir aus. Den geht's nicht gut. Nee, der, ich weiß aber nicht, wo er ist, weil ich bin auf der anderen Seite. Ich sehe ihn nicht. Oh gut, warte dead. Achso, hast du, okay. Ja. Okay, yep. Alright. Ich bin G28 für heute. Oh shit! Hab ich die Hops genommen? Oh, auch keine Respirator dabei, die Boys, ne? Ist nervig. Ja, das ist blöd, ja. Wohin gehst du jetzt? Das geht schon. Keine Arme, keine Kekse, help me. Ja, ich hab leider keine.
Keine Vision. Ich push ran. Ich krieg Shots von hinten. Das klingt nicht nach einem Scuff, glaube ich. Machst du? Schnell da rechts. Hard hit. Dead. Hi. Noch einer zum Beispiel. Also einer lebt noch. Links vom UN-Truck oder sowas. Ich hab keine Ausdauer. Komm close, er kommt close. Oh, shit. Meine Posi. Bin down. Oh, sind noch zwei, Alter. Er drückt mir halt wieder einen One-Tap, Mann. War nochmal zwei. Wie fühlt sich das G28 an? Ich fand, also für mich persönlich, ich fand das G28 richtig geil.